Lektion 8. Tempus Praeteritum. 8.1. Einführung in die Tempora, Zeitformen. Im Nahuatl besteht der Hauptunterschied zwischen Nomen und Verben in der Fähigkeit der Letzteren, Tempus und Modus auszudrücken, und in der Unmöglichkeit, dies mit den Nomen auszudrücken. Fußnote 1. Hier behalten wir die traditionellen Begriffe, Tempus und Modus, bei, obwohl diese für das Nahuatl, in nicht völlig zufriedenstellender Weise gelten. Nahuatl-Verben haben 9, Tempusformen und Modusformen, sowie 2 abgeleitete Konjugationen, Verbbeugungen, die als direktional bezeichnet werden. Siehe 22.4 und 5. Dank seiner morphologischen Regelmäßigkeit ist dieses System, das wir uns stückweise ansehen werden, eigentlich ganz einfach. Jede der 9 Formen tut aufbauen auf einer der 4 Verbformen. In dieser Bedeutung bezeichnet der Begriff Basis eine Variante des Verbwortstamm. Wir haben gesehen, siehe 1.1, dass alle Formen aus der Gegenwart abgeleitet werden können und dass die vorliegende Form auch die Wörterbuchliste ist. Diese Wörterbuchform wird bezeichnet als Basis 1, lange Basis. Wir werden nun den Präteritum-Tempus untersuchen. Diese Form entspricht weitgehend der einfachen Vergangenheit und gelegentlich auch dem Plusquamperfekt des Englischen und ist auf der Basis 2 aufgebaut. Fußnote 2. Wir werden später sehen, dass es auch entsprechen kann dem Future Perfect Tempus Futur 2. 8.2. Regeln für die Bildung des Präteritum. Das Präteritum besteht aus den folgenden Elementen. 1. Optional, wahlweise, das Augmentum, Erweiterung, Vergrößerung, Nahuatl-Teil, siehe 8.8. 2. Die regelmäßigen Verbpräfixe. 3. Basis 2, die kurze Basis des Verbs, siehe 8.3 bis 8.7. 4. Das Partizipialsuffix, siehe spätere Diskussion. 5. Im Plural, das Suffix Nahuatl-Teil. Basis 2 ist in der Regel ein reduzierter Wortstamm, der gebildet wird durch Weglassen des Endungvokal. Das Partizipialsuffix, dem wir häufig begegnen werden, hat in der Regel die Form k, bereitet aber Probleme, indem es oft verschwindet, weggelassen wird. Es erscheint in Form von 4 Varianten. K. Geschrieben als C. Nichts, das heißt, ohne Endung. Ki, Q, O, I. Und K, C, langes A. Deren Verteilung werden wir zum gegebenen Zeitpunkt prüfen. Lass uns nun die Anwendung dieser Regeln betrachten, bei der Bildung des Präteritum. 8.3. Bildung der Basis 2. Durch das Weglassen des Endungvokal. Dies ist die am häufigsten verwendete Methode. Es ist die Art und Weise, die kurze Basis für Verben zu bilden, die enden auf a oder i, denen ein einzelner Konsonant vorausgeht, außer bei Verben, die enden auf c, a, t, l, a und in gewissen Fällen, die enden auf H, U, A, Y, A, N, A. Diese Regel gilt auch nicht für einsilbige Verben, siehe 8.6 und 8.7. Im Präteritum Singular dieser Verben hat das Partizipialsuffix die Form nichts und somit wird das Präteritum mit der Basis 2 gleichgesetzt. Zum Beispiel mit dem in Klammern zitierten Wortstamm, Basis 1. Nahuatl-Teil. Er schlief. Nahuatl-Teil. Du fingst es.
Navattelteil. Ich rief ihn an. Navattelteil. Ich tauchte auf. Navattelteil. Er warf es. Hinweis. Der Grund, warum das Partizipialsuffix hier nicht in der Form k c erscheinen kann, ist, dass zwei Endungskonsonanten verboten sind. Aber bezüglich dem, was wir unter anderen Umständen gesehen haben, insbesondere mit dem absoluten Suffix, hätten wir vielleicht ki, q, u, i erwartet, mit dem Hilfsvokal. Es existieren, zwar Formen wie Navattelteil, aber diese haben nicht die zeitliche Bedeutung des Präteritum. Siehe 16.5. Im Plural, der die Endung Navattelteil annimmt, erscheint das Partizipialsuffix in der Form k geschrieben q u. Denn in diesem Fall erscheint die Gruppe von zwei Konsonanten im Inneren des Wortes, wo dies erlaubt ist. Navattelteil. Sie schliefen. Navattelteil. Ihr fingt ihn ein. Navattelteil. Wir nannten ihn. Navattelteil. Wir entstanden. Navattelteil. Sie warfen es. Sobald sie sich an die Konventionen, Regelwerk, des Schreibens gewöhnt haben, wird es keine Überraschung mehr in den Änderungen geben, die der Wortstammende Konsonant im Präteritum erfährt, wie zum Beispiel Navattelteil, Plural, Navattelteil, Fußnote 3, abgeleitet von Navattelteil. Er schloss es zu. Que wird geschrieben als C, U, vor einem Vokal, und als U, C, nach einem Vokal. Navattelteil, Plural, Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil. Er hinterließ es. W wird geschrieben als H, U, vor einem Vokal, und als U, H, nach einem Vokal. Navattelteil, Plural, Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil. Er starb. K wird geschrieben als Q, U, vor, I, und, E, und als C, an anderer Stelle. Navattelteil, Plural, Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil. Er erschien. Es wird geschrieben als C, vor, I, und, E, und als Z, anderswo. Fußnote 3. Oder Navattelteil, durch Vereinfachung der Abfolge. Que, K, zu, K, K. Und ähnlich bei Verben, die enden auf Navattelteil. 8.4. Abänderung des Endungskonsonant. Gewisse Änderungen sind mehr als nur eine Frage der Schreibweise. Siehe die vorbereitende Lektion, ergänzende Anmerkung 6, für die ersten beiden Abänderungen, und zu 5.1, Anmerkung, für die dritte. 1. Verben, die enden auf Navattelteil. In der Wortendeposition gibt es nur einen einzigen Nasallaut, der als N geschrieben wird. Somit haben wir Navattelteil. Ich rasierte mich selbst. Navattelteil. Es endete. Es ist beendet. Navattelteil. Wir rasierten uns selbst. 2. Verben, die enden auf Navattelteil. In der Wortende oder Silbenende-Position wird Y nicht als solches beibehalten. Stattdessen wird es in der Form X verwendet oder manchmal in der Form
Z. Somit haben wir Navattelteil. Ich bewachte es. Navattelteil. Ich schaute. Navattelteil. Es blühte auf. Navattelteil. Wir haben es angesehen, beobachtet. Fußnote 4. Mit einem bestimmten Objekt bedeutet Navattelteil warten und auch sich kümmern um. Mit Navattelteil bedeutet es anschauen, wobei die Sache, die dem Objekt des Englischen betrachten, entspricht, als ein Lokativ im Navattel erscheint. Siehe zum Beispiel 24.5. 3. Verben, die enden auf Navattelteil. Fußnote 5. Die Endung Navattelteil wurde oft ausgetauscht mit dem Glottalstopp. Siehe 5.1, Hinweis. Fußnote 5. Es gibt keine Verben, die enden auf Navattelteil, außer Navattelteil. Siehe 8.7. Traditionell wird dies nur markiert beim Präteritum von Navattelteil. Navattelteil. Er hat es verstanden. Und auch hier nur im Singular, wobei der Plural ist, Navattelteil. Die anderen Verben, die enden auf T, I, haben ein Präteritum, das geschrieben wird mit T, Navattelteil. Er wurde geboren. 8.5. Basis 2 gebildet, durch das Weglassen des Endungvokal und durch das Hinzufügen eines Glottalstopp. Dieses Verfahren wird bei Verben verwendet, die enden auf zwei Vokalen. Immer Navattelteil und Navattelteil. Weil der Glottalstopp ein Konsonant ist, erscheint die Partizipialendung, in diesem Fall nur im Plural, siehe 8.3. Navattelteil. Er sagte es. Navattelteil. Er wurde krank. Navattelteil. Er hat es gebunden. Navattelteil. Er setzte sich hin. Verben, die diesem Muster folgen, sind sehr verbreitet. 8.6. Basis 2, die gebildet wurde mit dem Glottalstopp, ohne das Weglassen des Endungvokal. Dieses Verfahren wird verwendet bei einsilbigen Verben, die enden auf A und nicht auf I. Fußnote 6. Es gibt nur drei davon, von denen das am üblichsten, Navattelteil, Essen, ist. Es wird auch verwendet bei drei zweisilbigen Verben, die enden auf A. Wobei das häufigste ist, Navattelteil, ärgern, nerven. Fußnote 7. Fußnote 6. Es kann sein, dass der Präsenz dieser Verben historisch gesehen tatsächlich eine Verkürzung von A, A ist, wobei deren Präteritum völlig analog ist zu dem von Verben, die enden auf I, A und O, A. Siehe 23.6 für ein paar nicht einsilbigen Verben, die diesem Muster folgen. Fußnote 7. Siehe auch 23.6. Navattelteil. Er aß. Navattelteil. Er wurde wütend. 8.7. Basis 2 ohne Abänderung. In gewissen phonetischen Kontexten findet die Verringerung des Endungvokal nicht statt, wobei Basis 2 mit Basis 1 identisch ist. Mangels eines besseren Begriffs werden wir diese bezeichnen als Verben mit Vokal beibehaltendem Präteritum. Mit der Basis 2, die auf einen Vokal endet, kann das Partizipialsuffix nun erscheinen, im Tempus Perfekt Singular, in der Form C. Dieses Verfahren wird verwendet bei 1. Verben, die enden auf U. Dieses U wird immer verlängert. Navattelteil. Er geht vorbei. Navattelteil.
Er kommt runter. 2. Einsilbige mit der Endung I. Davon gibt es insgesamt 3. Dieses I wird ebenfalls verlängert. Navatl-Teil. Er trank es. Navatl-Teil. Er nahm es. 3. Verben, die enden auf A oder I und die zwei Konsonanten haben vor dem Endung Vokal. Navatl-Teil. Er sah es. Navatl-Teil. Er ist angekommen. 4. Verben, die enden auf T, L, A und C, A. Navatl-Teil. Er steinigte ihn. Navatl-Teil. Er weinte. Navatl-Teil. Er legte sich selber hin. Eine Ausnahme. Navatl-Teil, waschen, kann auch als Präteritum haben. Navatl-Teil, sie hat ihn gewaschen. Plural, Navatl-Teil. 5. Verben, die enden auf H, U, A. Aber nur, wenn diese intransitiv sind. Navatl-Teil. Er reiste ab. Transitivverben, die enden auf H, U, A, haben die reduzierte Form der Basis 2. Navatl-Teil. Er stand auf. 6. Das unpersönliche Verb, Navatl-Teil, warm sein, sonnig sein. Fußnote 8. Fußnote 8. Die ursprüngliche Bedeutung ist gedeihen. In dieser Bedeutung kann es ein menschliches Subjekt annehmen und normal konjugieren mit dem Plural Navatl-Teil, sie gedeihen. Navatl-Teil. Es war warm. 7. Optional, wahlweise, intransitive Verben, die enden auf Y, A. Navatl-Teil. Er wurde groß. Bei den Verben in den Abschnitten 3 bis 7 wird der Endung Vokal nicht verlängert. 8.8. Das Augmentum, Vergrößerung. Das Augmentum, langes O, ist nicht richtig gesprochen ein Präfix, obwohl es traditionell als ein einziges Wort mit einem Verb geschrieben wird, dem es direkt vorausgeht. Tatsächlich. 1. Gewisse Wörter können dazwischen kommen, zwischen dem Augmentum und dem Verb. Siehe 13.4, Abschnitt 2. 2. Der Hilfsvokal wird nicht weggelassen, von dem Subjektpräfix. Navatl-Teil. Und nicht. Verboten ist. Uncoach. Ich habe geschlafen. Navatl-Teil. Nicht. Verboten ist. Ognotes. Er nannte ihn, ich rief ihn. Das heißt, das Augmentum wird bei der Entscheidung ignoriert, ob der Hilfsvokal benötigt wird oder nicht. Allen Formen des Präteritum kann, langes O, vorangestellt werden, aber seine Verwendung ist nicht zufällig. Das Augmentum andeutet, dass ein abgeschlossenes Ereignis zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere zum Zeitpunkt des Sprechens, Folgen, Konsequenzen, haben kann. Dieser Begriff der Konsequenz wird in einem sehr weiten Sinne verstanden, und die bloße Tatsache, dass von diesem Ereignis gesprochen werden kann, kann letztlich als Konsequenz davon angesehen werden. Das Ergebnis davon ist, dass im Gespräch das Präteritum fast immer mit dem Augmentum erscheint, und das Präteritum ohne Augmentum ist für historische Erzählungen und Mythen reserviert. In solchen Texten findet man das Präteritum mit Augmentum, was darauf hinweist, dass ein Ereignis vor dem anderen stattgefunden hat. Das Ergebnis ist, dass, obwohl das Navatl-Präteritum mit und ohne dem Augmentum weitgehend entsprechen, dem englischen Tempus Präsens perfekt has verbed. Er hat gewerbt und einfache Vergangenheit verbed
Erwerbt, die Verteilung der beiden Formen nicht die gleiche ist. Die Formen ohne Augmentum werden normalerweise mit der einfachen Vergangenheit übersetzt, aber die mit Augmentum können entweder übersetzt werden mit dem Present Perfect, Präsensperfekt, oder dem Präteritum, je nachdem wie es die englische Sprache vorschreibt. Fußnote 9. Fußnote 9. Für diejenigen, die Französisch können, kann als Faustregel gesagt werden, dass das Navatl-Präteritum ohne das Augmentum in den verschiedensten Kontexten erscheint, in denen das französische Passé einfach verwendet wird, während das Präteritum mit dem Augmentum dem Passé composé entspricht, oder manchmal dem Plusquamperfekt. Hinweis: Vor dem Richtungpräfix Navatl-Teil, siehe 6.1, kann das Augmentum geschrieben werden, oder auch nicht. Navatl-Teil. Er ist entstanden, er ist aufgetaucht. 8.9. Der Tempus, Zeitform, mit Navatl-Teil. Das Navatl-Präteritum unterscheidet sich, in einigen Details der Nutzung, von den Vergangenheit Tempora des Englischen. Einer dieser Unterschiede betrifft die Übersetzung von noch nicht. Navatl-Teil, siehe 7.10. In Situationen, in denen Englisch sagt, ich habe noch nicht gegessen, verwendet Navatl den Präsenztempus. Navatl-Teil. Navatl zeigt auf diese Weise an, dass die Tätigkeit des Essens noch nicht in Kraft getreten ist, noch nicht in Betrieb genommen wurde. Die Verwendung des Präteritum mit Navatl-Teil deutet darauf hin, dass die Durchführung noch nicht abgeschlossen ist, was übersetzt wird mit ich habe das Essen noch nicht beendet. Tatsächlich könnte man sich diese Ausdrucksweise so vorstellen, dass man sagt: Es kann noch nicht gesagt werden, dass ich gegessen habe, weil ich immer noch esse. Natürlich wird Navatl-Teil in der großen Mehrheit der Fälle mit dem Präsens verwendet. 8.10. Präteritum von unregelmäßigen Verben. 1. Navatl-Teil, hat, Navatl-Teil, er ging, Plural, Navatl-Teil, als sein Präteritum. 2. Navatl-Teil, hat, Navatl-Teil, er kam, Plural, Navatl-Teil, als Präteritum. Wie man sieht, ist dies kein regelmäßiges Präteritum, da es kein Partizipialsuffix gibt. Navatl-Teil hat nicht die gleiche Bedeutung wie das Präteritum, Navatl-Teil, abgeleitet von Navatl-Teil, kommen. Siehe 6.1. Wenn du sagst, dass jemand, Navatl-Teil, er ist gekommen, bedeutet das, dass er noch da ist. Wenn du sagst, Navatl-Teil, bedeutet das, dass er gekommen ist, aber schon wieder weg ist. Wir werden sehen, siehe 22.1, dass eine solche Nuance charakteristisch ist, für den Plusquamperfekt. Navatl-Teil hat keine anderen Formen. Für alle anderen Tempora, Zeitenformen, werden die entsprechenden Formen von Navatl-Teil, siehe 6.1, verwendet. 3. Navatl-Teil hat Navatl-Teil, Plural, Navatl-Teil, als sein Präteritum. Wieder einmal ist dies kein echtes Präteritum, und Navatl-Teil hat auch die Bedeutung des Imperfekt, siehe 9.10. Die Form Navatl-Teil, wie auch die anderen Tempora von Navatl-Teil, dient zusätzlich zu den konjugierten nominalen Prädikaten in der Vergangenheit. Das Subjektpräfix erscheint sowohl auf dem nominalen Prädikat, als auch auf Navatl-Teil. Zum Beispiel Navatl-Teil. Ich war ein Fürst. Navatl-Teil. Du warst gut. Übungen. A. Setze die folgenden Verben in die erste Person Singular und Plural,
des Präteritum mit Augmentum. Bei transitiven Verben tue hinzufügen, das Objektpräfix der dritten Person Singular. Navatl-Teil. B. Setze die Sätze aus Lektion 6, Übung B, in das Präteritum. Navatl-Teil. C. Übersetze ins Englische. Navatl-Teil. 1. Warst du schon in Tlaxcala? 2. Ich sah sie, dort, in Cuernavaca. 3. Ich habe dort noch nicht nachgesehen. 4. Ich habe dort gesucht, aber ich habe es nicht gesehen. 5. Was hast du getan? Nichts, ich habe nur geschlafen. 6. Ich habe ihn gerade angerufen. Hier kommt er. 7. Was habt ihr getan? Wir schnitten, nur, Blumen. 8. Peter ist tot. 9. Es sind nur Blumen, die ich gebunden habe. 10. Habt ihr euch in Mexiko-Stadt amüsiert? Siehe 6.7. 11. Wir sind dorthin nicht hingegangen, wir sind, nur, hier geblieben. 12. Diese Frau liebte einen Otomi. Die, übersetze ins Navatl. Navatl-Teil. 1. Die Otomi erschienen dort, sie warfen Steine auf uns. Sie steinigten uns. 2. Wer schrie? 3. Ich kümmerte mich um, bewachte, die Kinder. Sie weinten nicht, sie sangen nur. 4. Die Männer schliffen, Präteritum, Steine. 5. Die Kinder sind noch nicht aufgestanden. Die Kinder haben sich noch nicht selbst erhoben. 6. Habt ihr dies gehört? Ja, Peter hat uns angerufen. 7. Wir haben die Tortillas schon gegessen, wir haben das Wasser schon getrunken. 8. Alle sind bereits fortgegangen, abgereist. Sie sind nach Cuernavaca hinuntergegangen. 9. Peter hat sich bereits hingelegt. Ich denke, Navatl-Teil, siehe 6.6, und, 7, er ist noch nicht am Schlafen. 10. Nur wenige Leute haben geschrieben. 11. Peter kam, wir sprachen, er ging fort nach Mexiko. 12. Peter ist gekommen, er ist noch nicht fortgegangen. 13. Es ist hier, wo wir geboren wurden, und wo wir aufgewachsen sind, groß geworden sind.